Hallo, ich bin die Frieda. Ich schreibe Kugis-Plugins hauptsächlich. Und ich weiß nicht, wenn einige von euch schon mal Kugis-Plugins geschrieben haben. Das Problem ist oft, oder am Anfang, gerade wenn man anfängt, dann lädt man ein Kugis-Plugin, installiert das und dann, wenn man das Plugin kennt, kann man das mit Plugin-Reloader neu laden. Aber das ist alles sehr mühsam. Und deswegen habe ich ein Plugin geschrieben, was es mir quasi ermöglicht, Kugis quasi aus meinem, ja, nochmal von vorne, was quasi in Kugis läuft und dort einen Webserver startet und dort quasi Post-Requests annimmt. Und was das am Ende möglich macht, ist, wir können einfach über die Kommandozeile eine ZIP-Datei, also ein Kugis-Plugin, an Kugis schicken und es wird automatisch installiert und direkt neu geladen. Und das kann ich nicht nur über die Kommandozeile machen, ich kann diesen Code auch in meine Entwicklungsumgebung, also hier Visual Studio Code, quasi integrieren und dann muss ich einfach nur eine Taste drücken, eine Tastenkombination und schon sehe ich direkt in Kugis mein Ergebnis. Ich zeige das Plugin, was ich jetzt heute Mittag so zum Testen geschrieben habe, einfach mal so kurz in der aktuellen Version. Das ist ein Test-Plugin. Hier steht einfach Hallo Welt. Wenn man damit einverstanden ist, kann man auf OK drücken. Mehr Funktionalität haben wir nicht. Und jetzt kann ich hier hingehen und sagen wir, oh, ich möchte aber, dass hier Hallo Foskes steht. Dann schreibe ich hier Foskes rein. Und hier alles groß, ne? Kann ich so einfach mit einer Hand. Genau, dann speichere ich das. Und dann führe ich hier den Deployment-Task aus. Und in der Zeit, die es quasi braucht, den Browser oder quasi den Tab zu wechseln hier auf mein Plugin, wurde das quasi schon installiert. Und hier sehen wir jetzt quasi auch schon die Änderung. Genau, also ich meine, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber so im Alltag macht man ja tausendmal am Tag irgendwie eine Änderung am Plugin. Und genau, was wir jetzt nicht gesehen haben, weil ich nicht so schnell quasi hier das Fenster gewechselt habe, hier kriegt man auch noch eine Bestätigung, wo dann quasi steht, dass das Plugin installiert wurde. Genau, wir können hier in diesem Remote Plugin Installer Plugin auch den Port frei wählen. Genau. Und ich benutze das jetzt hauptsächlich lokal, aber ich habe das auch schon benutzt, weil ich quasi ein Kugis-Plugin jetzt speziell auf Windows testen musste. Hatte ich die Windows-Maschine angeschmissen, habe dort halt quasi das Plugin gestartet und dann konnte ich direkt von meinem Linux quasi auch das Plugin rüberschieben. Genau. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man so eine Technik, vielleicht auch wenn man da ein bisschen mehr noch Sicherheit reinmacht, dass man das auch quasi benutzen kann, um Kugis-Plugins zu deployen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber im Grunde einfach dann wahrscheinlich andersrum die Plugins quasi bekommen. Genau. Ich halte auch noch einen Vortrag über Kugis-Plugin-Repositories morgen, also falls euch das interessiert, wie man Plugins deployt oder auch quasi bereitstellt. Genau. Ich habe den Code auf GitHub verlinkt und würde mich sehr freuen, wenn das Leute testen und mir Feedback schicken. Das Plugin kann man auch bei uns im Plugin-Repository runterladen. Genau, da habe ich auch einen Link reingestellt. So, noch eine Minute übrig. Gibt es Fragen?